Helene Fischer und Florian Silbereisen waren einst das Traumpaar der Schlagerwelt. Nun erzählt der Moderator, was die Schattenseiten der Beziehung im Blitzlichtgewitter waren. Sie waren das ultimative Traumpaar der Schlagerszene. Moderator, Schauspieler und Sänger Florian Silbereisen und Schlagerkönigin Helene Fischer. 2018 war nach 10 Jahren Beziehung Schluss, und Helene hatte direkt einen neuen an ihrer Seite. In der MDR-Sendung Gäste zum Kaffee sprach Silbereisen nun auch über die Schattenseiten der Beziehung zu Fischer. Die 10 Jahre mit Helene Fischer waren laut Florian Silbereisen wunderbar. Allerdings sei die starke Öffentlichkeit der Beziehung eine Belastung gewesen, wenn Paparazzi und Journalisten selbst in der Mülltonne wühlen oder beim Joggen jemand aus der nächsten Hecke springt, so Silbereisen, dann sei das nicht immer angenehm. Wenn man insbesondere für die bunten Blätter funktioniert, man offensichtlich dazu beiträgt, dass sich die Zeitschriften und Zeitungen verkaufen, dann gehört da sein Stück weit dazu, aber es ist nicht angenehm. Das macht definitiv keinen großen Spaß, es gibt Schöneres, so der Schlagerstar. Florian Silbereisen ist, im Gegensatz zu Helene Fischer, aktuell Single. Hatte seine Ex direkt den nächsten Mann an ihrer Seite, einen Akrobaten, ist Silbereisen derzeit auf seine Karriere fokussiert. Inzwischen moderiert er nicht mehr nur, sondern ist auch seit 2 Jahren Kapitän auf dem Traumschiff. Wenn er einmal eine neue Frau an seiner Seite hat, glaubt Florian Silbereisen nicht, dass er dies geheim halten könnte. Er rechne nicht damit, die Kontrolle darüber zu haben, wann eine Beziehung an die Öffentlichkeit gelangt. Schließlich werde ständig in verschiedenen bunten Blättern über sein Privatleben spekuliert und berichtet. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Medien plötzlich komplett sein Privatleben respektieren könnten. Es bleibt also ein Leben im Rampenlicht mit all den dazugehörigen Vorteilen, aber eben auch Schattenseiten.